Willkommen zurück zu einem Let's Play. Hearthstone, ja, nee. Golden Sun. Und zwar den ersten Teil. Gespeichert hatten wir ja. Wir sind im letzten Part sehr, sehr nass geworden. Wir haben jetzt drei Charaktere: Batze, Garrett und Jenna. Und es hat sich einiges geändert. Wir haben gesehen, 3 Jahre sind vergangen. Wir haben jetzt endlich Synergy. Zumindest Garrett und Batze. Batze hat die Heilung, Verschieber und Rückzug. Garrett, Verschieber und Ende. Ist wirklich schon Ende? Wir gucken uns das Ganze im Status an. Wir haben jetzt eine Klasse, nämlich Junker. Sehen, ja, an Erfahrung benötigt, da hat sich nichts geändert. Nochmal A. Okay, da hat sich nicht wirklich was geändert, aber hier Flamme hat Garrett als Psyngri auf Flächenschaden. Jenna, Geweihte des Feuers. Wächter. Geweihte des Feuers. Egal. Unser Auftrag ist es, nach zu Kaden zu gehen. Dem alten Halunken. Oder ist er gar nicht so alt? Auf jeden Fall soll er ein Gelehrter sein, der Psyngri. Ups. Vertummeln sich ja alle um den Felsbrocken, den Garrett im letzten Part verschoben hat. Jetzt hast du ein Problem, Garrett. Deine Schwester ist richtig sauer. Ist das ernsthaft Garretts Schwester? Mal von der Seite. Garrett, manchmal machst du mich wirklich wütend. Dein Trainingsstein hat meine Blumen zerdrückt. Heute Abend bist du dran. Komm nur nach Hause. Oh oh. Aber mal ernsthaft, du siehst, hier ist abgezäunt. Warum pflanzt du bitte schön deine Blumen in Garretts Trainingsgebiet ein? Ist total logisch. Und da es für mich kein Blind-LP ist und ich nicht mit allen Leuten reden möchte, gehen wir jetzt einfach weiter. Sie scheinen nur wenig über die Geheimnisse des Heiligtums von Sorrel zu wissen. Den kennen wir doch. Die Ältesten von Vale gewähren niemanden Zutritt. Nicht einmal Karden. Karden. Ach egal. Karden? Ob er uns von Nutzen sein kann? Sein Wissen ist nicht zu unterschätzen. Wir könnten es nutzen. Aber er ist noch viel sturer, als wir erwartet haben. Er ist gerissen. Gerissener, als man es glauben würde. Wer nicht freiwillig geht, können wir noch immer. Hä? Ah, wir werden belauscht. Ihr da, was macht ihr da? Was wir hier machen? Gar nichts. Ihr unser Gespräch belauscht? Nein. Ich denke, dass ich euch beim Wort nehmen sollte. Hey, ihr seid doch die, die hier herumgeschlichen sind. Herumgeschlichen? Wer bist du, dass du es wagst, mich zu beschuldigen? Also hat sich Kaden mit euch verabredet? Ja, wir wollten gerade zu ihm gehen. Ist diese Verabredung wichtig genug, um uns zu vertreiben? Wenn du so fragst, ja. Mir passt deine Nase nicht. Wenn euer Auftrag wichtiger ist als unserer, dann... Na, geht. Ihr lasst uns gehen? Bist du sicher, Satoros? Menari, wir haben keinen Grund, diese Kinder noch länger aufzuhalten. Und damit wissen wir auch, wie der mysteriöse Mann und die mysteriöse Frau heißen. Satoros und Menari. Batze, lass uns gehen. Lass uns doch endlich gehen. Sie gucken mich an. Egal, wo wir hinlaufen, die gucken uns an. Schnell weg, das ist mir unheimlich.
Warte mal, war da nicht einer? Bist du derselbe? Aber 3 Jahre später? So klein? Hörst du das schreckliche Knurren von der anderen Seite des Zauns? Ich höre nur die Melodie, ich höre kein Knurren. Wirklich? Du meinst, ich bin der Einzige, der es hören kann? Ja. Das sieht aus wie ein alter Mann. Das könnte Kragenkarden sein. Mal schauen. Erfahren Sie. Sie wissen bereits zu viel über das Heiligtum von Soul. Dinge, die nicht mal die Ältesten von Will wissen. Und was haben Sie über die Elemente gesagt? Die Elemente der Alchemie. Erde, Wasser, Feuer und Wind. Planen Sie, sie zu mobilisieren? Und die 4 Elementarsterne sind der Schlüssel? Die sind Dinge, die nicht mal ein erfahrener Gelehrter der Alchemie, wie ich es bin, wissen kann. Okay, Kaden, was bedrückt dich jetzt genau? Oh, Batze! Du siehst aus, als würde dir etwas auf dem Herzen liegen. Habe ich das nicht gerade gesagt? Mir? Nun... Es geht um diese beiden, nicht wahr? Saturus und Menadi heißen sie doch. Sind sie noch immer da draußen? Sie sind sehr hartnäckig. Wollten sie etwas von mir, Kaden? Das scheint der Fall zu sein. Was meinst du mit das scheint? Der Alephberg und das Heiligtum von Soul. Sie sprachen davon, als hätten sie alles mit eigenen Augen gesehen. Ist das nicht merkwürdig? Was soll daran merkwürdig sein? Ist das total verbotenes Spirit oder was? Ich glaube eigentlich nicht. Ich musste selbst viele Jahre warten, bevor mir der Zutritt zum Heiligtum gewährt wurde. Natürlich ist das merkwürdig. Und wenn sie heimlich eingedrungen sind, dann könnten sie Diebe sein. Wir müssen den Ältestenrat und die Dorfbewohner informieren. Ganz schnell. Moment noch, wartet. Hä? Ich weiß noch nicht, wie akkurat Ihre Aussagen waren. Wir können nichts unternehmen, bis wir einen Beweis für die Dinge haben, die Sie mir erzählt haben. Was sollen wir dann tun? Nun, wir gehen und holen uns den Beweis. Du meinst, wir sollten selbst ins Heiligtum von Soul gehen? Ja. Ist das nicht unmöglich? Warum sollte es? Nur weil es verboten ist, den Alephberg zu erklimmen? Ach so, es ist doch verboten. Dann ja. Wir wollen ja nur herausfinden, ob sie wirklich dort waren. Das ist sicherlich akzeptabel. Wenn uns niemand sieht, geht das schon in Ordnung, oder? Ja, komm, kleines Abenteuer zwischendurch, warum nicht? Stimmt, wir haben ja schließlich nichts Übles im Sinn. Das soll einfach unser Geheimnis bleiben, ja? Leute, haben wir das nicht gerade schon gesagt? Ja, dann ist es beschlossene Sache. Du sollst unser Anführer sein, okay, Batze? Ja, warum nicht? Anführer einer kleinen Expedition. Schön. Zwischen dem Alephberg und dem Heiligtum von Soul ist es nicht ungefährlich. Aber du wirst das schon schaffen, oder Batze? Du bist viel unsichtiger als Garrett, Batze. Das geht schon klar. Du musst nicht so unverblümt sein. Ach ja, die beiden. Ich glaube, wir haben die richtige Entscheidung gefällt.
Also gut, lass uns gehen. So, und da das Spiel als solches jetzt so langsam richtig anfängt, durchsuche mal wirklich hier die Töpfe. Untersuch den Topf, kann nichts finden. Untersuch den Topf. Was erhält Elixier? Und es füllt keine AP wieder auf. Wie in Pokémon. Untersuch das Fass, kann nichts finden. Bücher. Batze untersucht das Regal. Enzyklopädie der Alchemie. Alles besteht aus den vier Elementen. Erde, Wasser, Feuer und Wind. Bücher, noch mehr Bücher. Batze untersucht das Regal. Der Brunnen von Tolby. Der Brunnen von Tolby wird dein Glück auf die Probe stellen. Brunnen von Tolby? Okay. Bücher. Batze untersucht das Regal. Auf der Suche nach den Lemurianern. Lemuriana, was ist das? Werden wir es in diesem Golden Sun LP herausfinden oder nicht? Lasst euch überraschen. Dafür müsst ihr schon dranbleiben, um das herauszufinden. Ob wir es herausfinden. Untersucht das Regal. Ein Notizbuch mit dem Titel Studium der Alchemie. Um Alchemie zu verstehen, muss man die elementaren Kräfte verstehen. Doch hier enden die Aufzeichnungen. Ja, das würde vielleicht auch ein Tucken zu weit gehen. Batze durchblättert die Bücher. Hier scheint keine besondere Lektüre vorhanden zu sein. Ja, noch nicht mal eine Pokémon-Sammlung. Ja, Pokémon-Kartensammlung, genau. Batze sucht das Fass, kann nichts finden. Ah, okay, die kann ich nicht durchsuchen. Wäre auch schön gewesen. Holzkiste, nichts finden. Die Holzkiste? Oh, nix. Schade. Ergo geht's weiter. Und da wir wissen, wo dieser Alefberg sitzt, nämlich so Berg, Fels, der rollt runter. Wo wird der Alefberg wohl sitzen? Ab in den Norden. Ja, ja. Dackel, 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 ab nach oben. Ups. Ihr plant doch nicht etwa, euch auf den Alefberg zu schleichen? Nein. Ich werde euch das noch einmal durchgehen lassen. Aber ich behalte dich im Auge, Batze. Da passe ich rein. Jetzt halt mich mal im Auge. Haha. So, jetzt sind wir weg. Eingang zu Soul. Ach ja, ein schöner Palast. Und weiter geht's. Dies ist der Eingang ins Heiligtum von Soul. Ihr seid doch zum ersten Mal hier, oder? Ich kann mich jetzt an kein Mal erinnern. Dies ist ein wichtiges Relikt aus unserer Vergangenheit. Seht es euch gut an. Machen wir. Und zwar noch in diesem Part, sonst würde er nämlich zu kurz werden. Und das ist so die erste Variante eines Rätsels in Golden Sun. Und wie man sieht, erste Sackgasse. Aber irgendwie geht's immer weiter. Also hüpf, 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 hüpf. Jetzt könnte man fast denken, man ist wieder in der Sackgasse, aber nein, wer richtig hinguckt. Sieht, es geht weiter. So ein kleines Mini-Rätsel und die Rätsel werden nicht unbedingt leichter. Dü, 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 dü. Schöne Zickzack laufen. Fledermaus erscheint. 1, 2, 3. Team von Batze greift zuerst an. Batze, Angriff. Lass mal. Drücken wir zurück. Dann darf Garrett seine Flamme einsetzen, wenn wir schon Flächendamage haben. Ja. Jenna hätte auch Flamme, aber nö. Kleiner Funfact an dieser Stelle. Wenn man Jenna sterben lässt, kann man Isaac und Garrett theoretisch bis auf Level 1000 hier leveln. Aber man kennt ja die Spiele. Es dauert Ewigkeiten, bis man entsprechend was an Erfahrung hat für ein Level-Up ab einem gewissen Punkt. Und diese Beißmäuse sind jetzt keine unbedingt Herausforderungen. Dieses Aufleuchten ist ein kleiner Crit. Die Chance haben die Charaktere. Genauso wie in Pokémon die so berühmte Hex.
ist es eigentlich fast dasselbe. Und das Rätsel hier fängt wieder ähnlich an, ist aber anders. Wellemaus und Beißmaus erscheint. Let's go! It's me, Mario. Ups. Ups. Und hier ist nichts, eine Sackgasse. Das Spiel ist zwar für mich nicht blind, aber alles habe ich auch nicht mehr im Kopf. Also ein paar Fails müssen sein, alles andere wäre langweilig. Ich höre erstmal nach rechts. Mitte ist zu offensichtlich. Das Relief eines Minotaurus. Sein rechtes Auge funkelt, aber dort, wo sein linkes sein sollte, ist ein Loch. Auf gut Deutsch, es fehlt etwas. Und ihr wundert euch wahrscheinlich, hä? Sein rechtes Auge funkelt? Ja, aus Sicht des Minotaurus ist es sein rechtes Auge. Eine Truhe! Batze öffnet die Truhe. Batze erhält kleines Juwel. Und da wir ganz links im Gang ja eh nichts gefunden haben, gehen wir wieder zurück. Ups. Wer sich fragt, warum ich dieses Spielchen so mache, mit Jenna und Batze außen angreifen lassen, Garrett dann in der Mitte, ist eigentlich ganz einfach. In der Mitte wird bei Flächenangriffen am meisten Schaden gemacht, außen weniger. Und das habe ich jetzt ein bisschen kompensiert. Beben, der Klasse Junker, wurde erlernt. Batzes KP steigen, PP steigen, Attacke steigt, Verteidigung, Schnelligkeit und Münzen. Was ist PP? Psyngery Points. Limitiert einfach, wie häufig wir Psyngery einsetzen können. Können und dürfen, sollen, tun, machen. Das Relief eines Minotaurus. Sein rechtes Auge funkelt, aber dort, wo sein linkes sein sollte, ist ein Loch. Plöppt das Menü automatisch auf, das war ich nicht. Und dann können wir das kleine Juwel. Juwel in Augenform. Das passt doch garantiert. Batze fügt den kleinen Edelstein in die leere Augenhöhle. Erdbeben, was geben? Du hörst, wie etwas Steinendes verschoben wird. Und da sich hier nichts getan hat, in der Mitte war die Truhe. Dreimal dürft ihr raten, wo wir jetzt hindackeln dürfen. Ja, richtig, zum ganz linken Weg. Und wenn's falsch ist, dann beiß ich in die Tastatur. Gott sei Dank, ich brauchte jetzt kein Salz für die Tastatur holen. Kein weiterer Durchgang, nur Statuen. Hä? Was ist los, Kahn? Die zwei haben gesagt, es gäbe einen versteckten Pfad, der noch tiefer ins Heiligtum führen würde. Ich bin schon viele Male hier gewesen und ich fand immer, dass es irgendwie eigenartig aussieht. Aus irgendeinem Grund habe ich mir das Heiligtum von Seoul immer anders vorgestellt. Was meinst du? Das Heiligtum von Seoul wurde zu Ehren der Sonne errichtet. Es sollte irgendetwas zu finden sein, was dies repräsentiert. Ich habe mich immer gefragt, warum dem nicht so ist. Wenn es einen versteckten Pfad gibt, führt er vielleicht zu... Nun, dann lasst uns mal sehen, ob wir ihn finden. Ihr glaubt, er meint es ernst. Ach so, ich glaube, er meint es ernst. Sollen wir ihm helfen, Batze? Oh komm, wenn wir schon auf dem Abenteuer sind, dann richtig. Aber es ist zu gefährlich, wenn wir uns aufteilen. Wir sollten zusammenbleiben. Ja gut, bleiben wir halt zusammen. Aber irgendwie gefallen mir hier diese vier Statuen extrem. Ich stelle mich jetzt hier zwischen. Zack, zack. Und an dieser Stelle beende ich den Part auch. Ja. Und dann gucken wir, ob wir tiefer ins Heiligtum von Seoul reinkommen, was uns dort erwarten wird.
Lasst euch überraschen. Wir sehen uns beim nächsten Teil von Let's Play Golden Sun. Bis dann, ciao.